Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV. Ich bin's, der Jens. Und Nicole. Und heute haben wir es geschafft. Wir haben euch ja jetzt die letzten Male versprochen, dass wir endlich mal Espresso trinken. Und schaut her. So, heute haben wir Espresso. Wir sind dafür extra zu unserem Lieblings- und Stammitaliener gegangen, hier in Zwickau. Okay, heute Espresso Talk. Jetzt geht's zu den Fragen. Besucht im Büro, wer mal auf ein Seminar kommt oder zu einem Tag der offenen Tür, der lernt den auch mit kennen, das Non Solo Pizza e Vino in Zwickau. Unbedingt hingehen, absolut empfehlenswert. Und weil ich das jetzt hier in die Kamera gesagt habe und das natürlich jetzt auf YouTube millionenfach geteilt wird, haben wir wahrscheinlich jetzt... Anteile. Ne? Ich hätte jetzt nur gesagt, ein Jahr lang Essen frei. Gut. Meine Frau ist eindeutig Geschäftstüchtiger. Sie sagt Anteile. Ich hätte mich wieder mit dem warmen Essen abspeisen lassen. Okay, heute ist Pressetalk. Jetzt geht's zu den Fragen. Hallo Jens. Es war wieder ein klasse Webinar. Ich konnte live nicht teilnehmen, habe mir dafür die Aufzeichnung angeschaut. Ich hätte dir während des Webinars gerne eine Frage gestellt. Im Video erklärst du, dass ihr mit einem Coaching-Konto in Höhe von 100.000, ca. 3.000 US-Dollar im Monat erwirtschaftest. Das heißt, pro Jahr wäre es 36.000 Dollar bzw. US-Dollar, auf die noch Steuern zu zahlen sind. Ist es realistisch, mit dieser Kontogröße mindestens 60.000 Dollar im Jahr zu machen? Sehr gute Frage. Wie viel kann man also Geld machen? Ist ja im Grunde genommen die Frage. Ne? Also unser Anspruch ist es ja, dass wir im Coaching oder auch mit unseren eigenen Kunden ungefähr so 2-3% im Monat machen. Wenn wir 2% im Monat schaffen, das ist schon ziemlich gut, das sind immerhin 24% im Jahr, 3% 36%, das ist dann schon was Ordentliches. Wenn man jetzt sagt, man möchte mehr machen, in dem Falle die Frage ist ja hier 60% im Jahr, dann kann man natürlich nicht sagen, dass es nicht möglich wäre. Auch wir hatten Jahre, wo wir deutlich mehr gemacht haben, wir haben auch mal 80% im Jahr gemacht. Es aber realistisch zu sagen, das kann man immer wieder machen, das ist meiner Meinung nach ausgeschlossen. Der Grund ist auch der, die Frage, wir blenden sie euch ja hier auch mal mit ein, oder ihr habt es gesehen, die ist ja auch noch ein bisschen länger. Wenn jemand sagt, er möchte davon leben und er rechnet jetzt ganz konsequent damit, dass er sagt, ich habe 100.000 Euro und ich will jetzt 60.000 im Jahr rausziehen, dann macht er sich ja Druck. Mhm. Das heißt, es muss unbedingt jetzt dieses Geld kommen. Und wenn du jetzt dann mal hast, ein Monat läuft mal nicht, der zweite läuft mal nicht, dann baust du dir so unheimlich großen Druck auf, dass dann erst recht nichts wird. Mhm. Ne? So, das ist mal das eine Problem. Das sind die Leichtigkeit zum Handeln. Genau, also du musst ja entspannt sein und musst sagen, okay, es wird oder es wird nicht und dann wird es in der Regel auch. Und der zweite Punkt ist natürlich der, dass du, je mehr du im Optionshandel oder in jedem anderen Handel auch, je mehr du Gewinne machen willst und gerade solche holen, ich meine, wir reden über 60%, die besten Jungs der Welt erzielen um die 20% im Jahr, natürlich mit exorbitant großen Summen, aber 60% pro Jahr, man muss sich das mal über einen Zinseszins ausrechnen, das wäre eigentlich nur möglich, wenn man sein Risiko exorbitant erhöht. Und wir wissen alle, wenn man Risiko extrem hoch fährt, dann kann das lange, lange gut gehen. Und wenn man Glück hat, hört man auf, bevor es aufhört, gut zu gehen. Wenn man aber Pech hat, fängt es auch noch im ersten Jahr an, gut zu werden. Und dann hat man eben auch mal schnell, ist das Konto weg. Ne? Und deswegen, also 60%, das ist schon, ist es nicht ausgeschlossen, aber das realistisch jedes Jahr zu machen, ist meiner Meinung nach nicht machbar. Gibt es Begründungen, warum unter 5 US-Dollar bzw. Euro gepreiste Aktien von Händlern gemieden werden? Hat zwei Gründe. Nummer eins, es gibt in den USA, als auch glaube ich in Deutschland, bei vielen Investmentfonds einfach gewisse Vorschriften, worin dürfen die investieren. Es gibt ja auch in vielen Börsen die Vorschriften, dass wenn Aktien unter eine bestimmte Größenordnung fallen, dass sie dann aus diesem Börsensegment delistet werden, also rausgenommen werden. Und deswegen versuchen ja viele Firmen dann zum Beispiel über Resplits ihre Aktien teurer als eben zum Beispiel 5 Dollar zu machen. So, zum Zweiten ist es eben so, dass wie gesagt manche Investmentfonds oder viele Investmentfonds einfach Regularien haben, wo drin steht, die Aktie muss mindestens 10 Dollar kosten. Und der Grund ist einfach auch der, dass sich natürlich das prozentuale Verhältnis auch ändert. Also wenn du eben jetzt sagst, du hast eine 10-Dollar-Aktie
und die bewegt sich um 10 Cent, dann ist das 1%. Bei einer 5-Dollar-Aktie 10 Cent, dann sind es ja schon 2%, die sich diese 10 Cent Änderung. Und kleine Aktien neigen einfach dazu, viel mehr Ausschläge zu haben. Warum? Weil viele Privatanleger kleine Aktien kaufen. Weil ein Privater, der 1.000 Dollar hat, der kauft halt nicht gern eine Aktie für 1.000 Dollar, sondern lieber, ich sage es mal, der würde am liebsten 1.000 Aktien für einen Dollar kaufen. So. Und das führt natürlich dann dazu, dass billige Aktien mehr Ausschläge haben. Das will der Große aber nicht. Der Institutionelle will das nicht. Der will was Berechenbares haben. Und deswegen haben die Großen überhaupt kein Problem damit, teure Aktien, offensichtlich teure Aktien zu handeln, also die eben auch 100 Dollar, 200 Dollar, eine Google 600 Dollar, eine Facebook 700 Dollar zu handeln, als eben so 3 Dollar Aktien. Und das ist da der hauptsächliche Grund. Wie verhält es sich mit laufenden Limit Orders, bei denen durch den Split den ehemaligen gesetzlichen Limit greifen würde? Das Limit soll dann je automatisch angepasst werden, aber ist dies auch so in der Praxis? Also hier ging es ja um, das ursprüngliche Video war ja ein sogenannter Reverse Split, also aus mehreren Aktien wird eine gemacht, im UVXY zum Volatilitätsprodukt. Und stellt euch also vor, ihr habt eine Position, ihr seid im UVXY Short und ihr habt ein Limit drin, um zum Beispiel einen Stop-Kurs zu haben. Wenn es einen Split gibt, egal ob in die eine oder andere Richtung, also einen Resplit oder einen normalen Split, werden in der Regel sämtliche Orders gestrichen. Das heißt also, ihr kriegt dann auch im Vorfeld immer eine Mitteilung eures Brokers und dann sind in der Regel alle Orders, die ihr da drin hattet, Rückkaufsorders, Stop-Orders, Limit-Orders, was auch immer, die sind in der Regel alle raus. Das heißt, ihr müsst die dann neu eingeben. Und deswegen erledigt sich die Frage quasi von allein. Die Limite werden nicht angepasst, wird also nicht umgerechnet, sondern sie werden einfach gestrichen und ihr müsst sie neu eingeben. Hallo Jens, du sagst, dass Contango aufgrund der Cost of Carry nur bei lagerfähigen Produkten vorkommt. Jetzt sehe ich aber zum Beispiel in der VIX Future Terminstrukturkurve ebenfalls eine solche Kurve, wie von dir beim Contango beschrieben. Wo habe ich jetzt den Denkfehler? Das ist gar kein Denkfehler, denn auch deine Augen funktionieren. Denn du hast tatsächlich du beobachtest das und du siehst tatsächlich, es gibt tatsächlich auch in anderen Märkten eine Contango-Situation. Also es gibt es auch bei Indizes, es gibt es bei Zinsen, das gibt es bei Währungen. Da kann es auch mal Backwardation geben, also dass die vorderen Futures mehr kosten als die hinteren. Es gibt bloß einen anderen Grund, warum das so ist. Terminstrukturkurven gibt es in jedem Future-Produkt. So. Immer wenn es mehrere Futures mit unterschiedlichen Laufzeiten gibt, kosten die unterschiedlich viel. Meistens ist es so, die länger laufen kosten mehr als die kurz laufen. Das hängt eben mit diesen Lagerkosten zusammen. Bei dem hier angesprochenen Volatilitätsfutures, den sogenannten VIX-Futures, hat es auch nichts mit Lagerkosten zu tun, sondern einfach in Erwartung der ansteigenden Volatilität in der Zukunft. Das heißt, du erwartest einfach, wenn du eine ruhige Situation in den Börsen hast, was ja meist der Fall ist, dass in Zukunft die Volatilität höher sein wird. Also dass du sagst, wann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie ausschlägt, in 30 Tagen oder 90 Tagen? Die Wahrscheinlichkeit ist höher in 90 Tagen, also sind die länger laufenden höher gepreist. Ist eine ganz klare Contango-Situation, hat aber nichts mit Lagerkosten zu tun. Und so eine Situation gibt es eben, wie gesagt, auch bei Währungen, das gibt es bei Zinsen, das gibt es eigentlich überall. Und du musst bloß die Interpretation anders machen. Wir haben ja in diesem speziellen Video über Backwardation gesprochen, wenn die vorderen mehr kosten. Und beim VIX hat das dann auch mit verstärkter Nachfrage zu tun, weil wenn es kracht, kaufen alle die vorderen, um sich abzusichern. Hi, da du ja mit Aktien zu tun hast, hast du auch schon bereits Kontakt mit Kryptowährungen gehabt? Wenn ja, welche? Vielleicht kannst du nochmal auf Kryptowährungen eingehen. Also was sind Kryptowährungen? Letztendlich gibt es eigentlich nur eine einzige momentan, die richtig bekannt ist. Das ist Bitcoins. Bitcoins ist quasi eine virtuelle Währung. Das heißt, die wird nicht von der Zentralbank herausgegeben, sondern über einen Computer produziert. Hat, glaube ich, irgendein Japaner mal erfunden und soll so die Zukunft des Geldes darstellen. Dass man also einfach sagt, das ist etwas, was virtuell erzeugt wird, könnte man stundenlang jetzt darüber sprechen. Ganz ehrlich gesagt, ich habe mich mit dem Thema nur so am Rande befasst.
Ich glaube auch nicht, dass sich das in der Form, wie es jetzt ist, durchsetzt. Ganz einfach, weil es zu angreifbar ist. Warum haben wir Geld? Wir könnten ja heute auch alle noch wie früher mit Gold bezahlen. So. Irgendwann haben wir angefangen, vor vielen, vielen tausend Jahren statt Gold Geld zu produzieren. Und die einzige Funktion, die ja Geld hat, oder das Einzige, was ja Geld am Leben hält, ist Vertrauen. Also ich gebe dir jetzt heute irgendwie einen Zettel und sage, das ist 50 Euro. Und du kannst überall hingehen und jeder akzeptiert, dass das 50 Euro sind. Und das machen die ja nur, weil das Vertrauen da ist, dass dieses Stück Papier 50 Euro wert ist. So. Bei so einer Kryptowährung, wie es jetzt Bitcoin beispielsweise ist, hast du aber das Problem, dass die gerade in den letzten Monaten sehr von Skandalen gebeutelt war. Da wurden Börsen gehackt, wo die gehandelt werden. Da gab es große Diebstähle. Da gab es natürlich auch viele dubiose Händler. Das heißt, das ist zwar jetzt momentan eine schöne Spielerei, aber das wird sich so, wie es ist, nicht durchsetzen, weil das Vertrauen nicht da ist. Also niemand wird große Transfers damit machen, weil er sagt, weiß ich denn überhaupt, ob ich das Gleiche wiederbekomme? Wie gesagt, wenn ich jetzt sage, wir kaufen uns für zu Hause, ne? wir wissen, wir holen unser Geld wohin und kaufen uns für 100 Millionen ein Bild und wir überweisen das, dann weiß der andere, dass er die 100 Millionen auf seiner Bank kriegt. Falls es einer denkt, nein, wir kaufen uns kein Bild für 100 Millionen. Aber der wüsste halt genau, was er kriegt. Würde der das mit Bitcoin machen? Wahrscheinlich nicht. Und jetzt gibt es natürlich immer, dass einer mal sagt, ja, hat sie was Teures gekauft, mal ein Ferrari oder irgend sowas. Aber das sind alles Spielereien. Also das ist so wie es momentan ist, vom Vertrauensstatus her, glaube ich nicht, dass sich das durchsetzt. Dann gab es natürlich viele Fakes, die nach Bitcoin gekommen sind. Und dann wird auch immer mal wieder was Neues entwickelt. Ich glaube also schön, das wird es in Zukunft geben. Aber dazu müssen eben ganz, ganz große Sicherheitsstandards da sein. Und was viele eben so hoffen, dass man quasi ein Geld schafft gegen die Zentralbanken, gegen die Banken. Das ist eine schöne Illusion, aber machen wir uns nichts vor, ohne die großen Jungs wird nichts gehen. Und wenn die nicht wollen, dass es geht, dann geht es halt nicht. Das müssen wir einfach so akzeptieren. Dann war es das für heute mit unserem kleinen Espresso. Da kann das morgen ja noch Fleisch machen, jetzt kriegen wir gleich von denen noch was. Wenn ihr genau reinschauen, ist wirklich Espresso. Also, wir sehen uns wieder beim nächsten Espresso-Talk, entweder von hier oder von woanders. Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt auch immer schreiben unter die Kommentare, schreibt einfach /Espresso-Talk, nein, Hashtag heißt das, ne? Hashtag. Hashtag Espresso-Talk und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Espresso-Talk. In diesem Sinne. Jetzt Schnitt.